kippen jetzt die ganz, ganz großen Tech-Aktien, die die Indizes ja in luftige Höhen gehoben haben. Davor warnt jetzt heute die UBS und stuft mal kollektiv 6 der großen Tech-Werte ab. Bezeichnenderweise fehlt Tesla in dieser Aufzählung, weil die gar nicht mehr zu den großen mitgezählt werden, offenkundig. Aber Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia, was haben wir noch? Ohne Microsoft, die wurden kollektiv abgestuft von der UBS und das ist oder wäre vielleicht noch vor wenigen Wochen ja fast undenkbar, als alle noch in der totalen KI-Euphorie-Duselei gewesen sind und gesagt haben, also das Wachstum ist endlich, aber dann kamen ASML und TSMC, also praktisch die Nadelöhre dessen, was diese ganze KI-Euphorie irgendwie ausmacht, und das war jetzt nicht so schick. Und jetzt ist eben die Frage, wie werden diese großen Tech-Aktien, die von denen 4 ja in dieser Woche berichten werden, wie wird das Ganze ausfallen? Und wir wollen uns das Setup mal vor dieser großen Woche, bei der, glaube ich, 42% der S&P 500 Aktien berichten, mal anschauen. Zunächst mal hier diese Warnung der UBS. Die genannten Aktien wurden abgestuft. By the way, in der letzten Woche haben Shortseller mit diesen 7 Aktien mal eben 10 Milliarden Dollar gemacht. Die haben natürlich vorher auch schon lange gut verloren mit Shorts in diesen Aktien, gar keine Frage. Aber interessant ist das Argument der UBS, die sagen, das Momentum ist collapsing in diesen Aktien, weil eben das Wachstum oder das Gewinnwachstum von 42% auf 16% nächstes Jahr nach unten gehen wird. Deswegen hat man sozusagen von Outperform auf neutral abgestuft. Also man ist jetzt nicht irgendwie apokalyptisch negativ für diese Aktien, aber sagt eben, naja, das ist jetzt nicht mehr so, dass diese Aktien eben outperformen werden, und das alles in einer Situation, in der wir hier schon sehen, dass die Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln im S&P 500 Tech-Index, also den Tech-Aktien im S&P 500 genauer gesagt, dass die jetzt unter 10% gefallen ist. Normalerweise sehen wir dann eine technische Erholung, eine Gegenrally, irgendwie eine Gegenbewegung. Also normalerweise ist das eigentlich eine ganz gute Kaufgelegenheit. Im kurzen Zeitfenster sehen wir hier auch nochmal rechts die 10-Tages-Advanced-Decline-Linie, also wie viele Aktien steigen, wie viele fallen, die ist schon sehr, sehr weit unten. Aber wenn wir uns mal das übergeordnete Bild anschauen, also hier links, dann sehen wir, naja, es ist ja auch sehr luftig da oben auf diesem Gipfel zugegangen. Da wird dann der Sauerstoff vielleicht ein bisschen knapper. Und wenn wir unten uns mal den 14er RSI anschauen, der von über 70 kommend eben dann die 70er-Marke nach unten kreuzte, dann kann das sein, dass übergeordnet also da schon Ungemach droht. Wir müssen also unterscheiden zwischen den Zeitebenen. Einerseits kurzes Zeitfenster, überverkauft, Gegenreaktion durchaus wahrscheinlich. Auf der anderen Seite sehen wir, dass da durchaus übergeordnet mittel- bis langfristig Unheil drohen könnte. Wir werden sehen, wie das Ganze rausgeht. Hier sehen wir mal das, was die großen Aktien und andere gemacht haben in diesem Jahr. Da sehen wir eine Apple minus 14%, eine Tesla über 40% im Minus, eine Nvidia immer noch über 50% im Minus, obwohl die am Freitag ja mal eben 10% abverkauft hat. Amazon sehr deutlich im Plus, eine Microsoft im Plus, vor allem eine Meta im Plus. Also wir sehen, da ist natürlich auch viel, viel Gutes eingepreist worden, es sei denn, man heißt hier Apple oder eben Tesla. Und im Endeffekt geht es um Bewertungen. Und die Bewertungen spielten scheinbar keine Rolle vorher, weil man sich gesagt hat, naja, KI, ja, also da ist doch unbegrenztes Wachstum und Schnipp und Schnapp. Aber schauen wir uns mal an, wenn diese KI-Euphorie schwindet, weil da erste Zweifel sind, dann spielen wahrscheinlich Bewertungen mal wieder eine Rolle. Und wir sehen, wir sind ziemlich weit entfernt von einer durchschnittlichen Bewertung. Und das Ganze um 43%, wie diese Grafik hier ausweist. Also wir sind jetzt nicht gerade billig, muss man sagen, trotz der Korrektur, die wir bisher in den großen Tech-Aktien schon gesehen haben. Und das ist ja insofern für die Weltmärkte sogar relevant, weil eben der US-Aktienmarkt mit 52,6 Billionen an Marktkapitalisierung so wichtig ist, davon 13,1 Billionen eben diese Magnificent Seven, die jetzt nur noch Big Tech 6 heißen wahrscheinlich, weil Tesla
nicht mehr wirklich dazugehört. Wir sehen also, das ist so überproportional wichtig, nicht nur für die US-Aktienmärkte, sondern für die Weltaktienmärkte insgesamt. Da hängen ja Indizes dran, wie der ACWI oder MSCI, die ja sehr stark, vor allem der MSCI World, ist ja sehr stark mit diesen US-Tech-Aktien bestückt. Und wenn da was schief geht, dann merken das Anleger weltweit. Und das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist, es sind diese großen Tech-Aktien gewesen, die überhaupt dieses Earnings Growth noch hatten. Hier sehen wir ihr erstes Quartal, 64,3%. Haben hier die fünf großen beigetragen, während der Rest, also praktisch alle anderen Aktien, sogar ein negatives Gewinnwachstum haben. Das ist ein herrliches Wort, gell? Negatives Gewinnwachstum. Ne? Also das ist auf Deutsch gesagt eine Schrumpfung, meine Damen und Herren. Das heißt, wir sehen, dass die Gewinne zurückgehen, weniger werden. Und das angesichts der Tatsache, dass die Aktienmärkte, aber nicht alle Aktien, die Aktienindizes genauer gesagt, ja so deutlich gestiegen sind. Das heißt, der gesamte Aktienmarkt hängt an diesen großen Tech-Aktien, denn sonst ist von Gewinnwachstum ja nicht mehr so wahnsinnig viel zu sehen. Wenn wir jetzt mal auf den heutigen Tag blicken, sehen wir eine Erholung bei Nvidia. Nicht unlogisch, nachdem man mal 10% nach unten geknallt ist. Wir sehen Microsoft leicht im Minus, Apple im Plus, Google im Plus, Meta wenig im Minus und vor allem Tesla mal wieder im Minus, weil man die Preise senken musste offenkundig, weil eben alle unbedingt Tesla-Aktien haben wollen, Tesla-Fahrzeuge haben wollen. Hier unten sehen wir, ich hoffe, Sie sehen es, der WIX über 6% im Minus heute. Wir sehen Pluszeichen, aber eher moderat. Also wir haben jetzt nicht bislang zumindest eine impulsive Rallye. Dass wir heute negativ reinkommen, wäre dann schon eine Verluststrecke von 7 Handelstagen in Folge. Das gab es sehr, sehr selten in den letzten 30 Jahren, nämlich nur 7 Mal. Also durchschnittlich so gut alle 4 Jahre passiert das mal. Wir sind ja jetzt 6 Tage in Folge gefallen. Also wenn wir das heute vermeiden, würde man hier einen solchen Extremwert vermeiden. Allerdings gibt es zwar eine sehr, sehr signifikante Schwäche schon, was die Marktbreite betrifft, aber das könnte theoretisch noch extremer werden. Aber was Sie hier unten sehen, wir haben relativ wenig Liquidität derzeit im Markt, sichtbar etwa am S&P 500 der Future. Und das ist das, was den Märkten durchaus zu schaffen macht. Wir haben hier heute im frühen Handel versucht, diese bullische Wedge, diesen Abwärtskeil zu brechen. Da sind wir zunächst mal gescheitert. Sie sehen unten eigentlich eine positive Divergenz. Also vieles spricht hier für eine Erholung, eigentlich auch charttechnisch. Bisher hält sie sich allerdings eben noch in Grenzen. Und eines der Probleme ist, dass wir halt noch in der Buyback Blackout Period sind. Das heißt, dass die Unternehmen keine eigenen Aktien zurückkaufen. Damit fehlen schon mal im Prinzip 27% historisch gesehen der gesamten Kursgewinne oder des Faktors, der für fast ein Drittel der Zugewinne der Aktienmärkte insgesamt steht. Und wir sehen am 23.04., also morgen, da sind dann fast alle eben in dieser Blackout Period und das wird dann langsam besser, also dass die Aktienmärkte wieder Unterstützung bekommen durch diese Blackout Period, die am Freitag sozusagen dann ihren Extremwert erreicht und dann wird die ganze Geschichte ein bisschen besser. Hier sehen wir mal den saisonalen Verlauf in Wahljahren in den USA. Oben, die grün ist es, glaube ich, gell, farbenblind, ne, verzeihen Sie es mir, grün ist, sind die Jahre, die absolut super gelaufen sind im Durchschnitt. Wir sehen, dass wir sogar noch besser waren als die besten Jahre zuvor und jetzt diesen Rücksetzer hier bekommen haben. Wir kommen jetzt in eine saisonale Phase, die so bis Mitte, Ende Mai eigentlich eher ungut ist. Historisch gesehen, wir wissen, dass das nicht immer sozusagen ein Gradmesser ist für das, was dann wirklich passiert. Aber wir sehen, dass manche schon auf den Longzug aufspringen. Wir sehen die Spekulationen, die Future-Positionen von großen Spekulanten, von Hedgefonds und so weiter. Die sind das erste Mal seit längerer Zeit wieder positiv. Das heißt, die versuchen sozusagen hier die Long-Seite zu spielen. Aber es gibt eben ein anderes großes Problem, das sind die Zinsen. Und ich finde diese Grafik wirklich interessant. Inzwischen ist es wahrscheinlicher, dass aus Sicht der Märkte, die das bepreisen hier, das sind Optionsmärkte,
dass die Fed die Zinsen gar nicht senkt oder sogar anhebt in diesem Jahr, als dass sie die Zinsen drei oder mehr oder dreimal oder öfter senken würde. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da nichts passiert an der Zinsfront, ist wahrscheinlicher derzeitige Sicht der Optionsmärkte, als dass die Fed eben das hier wirklich mehr als dreimal oder dreimal die Zinsen senken würde. Wir haben jetzt hier die neueste Umfrage der Bank of America und da sehen wir, Inflation ist die Nummer 1 Sorge der Großinvestoren. Am Freitag kommen ja die PCE-Daten, da kann man ein bisschen drehen, das ist ein bisschen subjektiv, wie man das berechnet, denn da geht es darum, PCE-Inflationsdaten, Personal Consumption Expenditure, da geht es darum, wie man das Ganze gewichtet. Das ist eine flexible Gewichtung. Bei den CPI-Daten habe ich eine fixe, feste Kategorisierung, welche Komponente hat welches Gewicht. Bei PCE kann ich sagen, ich stufe das mal rauf und das mal runter und deswegen könnte das für die Bullen vielleicht am Freitag eine gute Chance sein. Die zweitgrößte Sorge übrigens ist die Sorge, dass die Zentralbanken einen Error machen, also praktisch einen Policy Error, einen geldpolitischen Fehler. Aber die Aktienmärkte haben eins ignoriert, die Earnings Yield, also die Gewinnrendite der Aktienmärkte respektive des S&P 500 ist geringer eben als hier die Rendite der 10-jährigen Anleihe. Bedeutet nichts anderes, als dass ich mehr sichere Rendite bekomme, in Anführungszeichen sicher, wenn ich eine 10-jährige Anleihe kaufe, als wenn ich mich in Aktien investiere. Und das ist das erste Mal, dass wir das sehen seit dem Jahr 2002, also seit der geplatzten Dotcom-Blase interessanterweise. Und was gegen die Märkte arbeitet ist, oder sind die Financial Conditions, die sich ja zuletzt unfassbar aufgeweicht hatten, nachdem Jerome Powell vor allem dann das Signal gegeben hat, ja, wir denken über Zinssenkungen nach. Jetzt sehen wir, dass die Anleiherenditen gestiegen sind, dass die Aktienmärkte ein bisschen unter Druck gekommen sind und dass vor allem die Risikoprämien für hochriskante Anleihen deutlich angezogen haben. Das heißt, man preist wieder Risiken ein in diesem Junkbond-Sektor. Das ist ein völlig neuer Aspekt. Die haben sich vorher um gar nichts geschert. Die Risikoprämien sind ständig gefallen und gefallen ist heute auch Gold mit dem schwächsten Handelstag in diesem Jahr. Gewinnmitnahmen, Spannungen im Nahen Osten lassen nach, so zumindest die offizielle Begründung, aber Gold war natürlich im kurzen Zeitfenster sehr, sehr stark überkauft. Das gilt vor allem auch für Silber. Silber erlebt hier den schlechtesten Tag seit sogar dem Jahr 2021. Und jetzt kommen wir nach Europa. Hier hat de Villeroy gesagt, der französische Notenbankchef, na, also wir werden auf jeden Fall im Juni die Zinsen senken, egal was zum Beispiel der Ölpreis macht. Also whatever it takes, wir werden so oder so die Zinsen senken. Wir sehen, dass offenkundig am Immobilienmarkt immer mehr Konsumenten Schwierigkeiten haben, ihre monatlichen Zahlungen zu leisten. Ich habe jetzt in letzter Zeit mit Immobilienleuten gesprochen. Da hieß es ja lange, survive till 25. Also du musst nur überleben bis zum Jahr 2025. Inzwischen schiebt man das nach hinten und sagt, wir hoffen auf 2026. Also der Bereich bleibt unter Druck. Und vielleicht deswegen sagt der portugiesische, das portugiesische EZB-Mitglied Centeno, natürlich auf der dovischen Seite unterwegs, wie praktisch alle Südländer, naja, wir sollten mindestens 100 Basispunkte, also 1% die Zinsen in diesem Jahr senken. Das ist mal eine klare Ansage. Für die EZB besteht ja das Problem, wenn die Fed das nicht macht, riskieren sie einen weicheren Euro mit dann wieder importierter Inflation. Aber die Dinge sind eben auch konjunkturell deutlich schwächer in der Eurozone. Hier Deutschland fällt weiter zurück. So hat der BDI-Chef heute Russwurm zur Eröffnung der Hannover Messe gesagt, dass er mit einem weiteren deutlichen Produktionsrückgang auch in diesem Jahr rechnet. Ich weiß nicht, ob der Robertino Habeck da auch anwesend war, gell? Weil der sagt sich ja gut, ne, wir brauchen die Energiewende, koste es, was es wolle, und da können wir auf die deutsche Industrie verzichten. Nein, das braucht doch kein Mensch, habt ihr auch, wir sind CO2-mäßig gut am Start. Ne? Das ist ja das Wichtigste wegen der Absolution dann oben im Fegefeuer, gar keine Frage. Hier sehen wir nochmal diesen Monsieur Villeroy, warum er meint, unbedingt die Zinsen senken zu müssen. Das ist die erste Empfehlung, die ich Ihnen mitgebe. Gerne teilen über Social Media. Die zweite, hier nochmal die Abstufung der UBS. Schwächeres Gewinnwachstum. Uiuiui, auch da muss natürlich mal diese Großbank geschimpft werden, wie man so ketzerische Dinge sagen kann. Die zweite Empfehlung und die dritte und letzte, das ist eben jetzt ein Blick auf die Zahlen, die jetzt ja kommen von Microsoft, Meta,
Tesla und was haben wir noch? Amazon oder was weiß ich? Alphabet, genau, das war das. Sind diese Zahlen dann der Todesstoß oder ist das viel zu negativ und wir sehen dann eine Rallye? Alles ist möglich, das ist die dritte Empfehlung. Ich sage jetzt Servus, ciao.